Moinsen, Hallihallo, liebe Freunde der gepflegten Spielkultur. Ich starte mal ein Let's Play mit Workers and Resources Soviet Republic. Das ist das erste Mal für mich. Ich habe schon ein paar Videos gemacht mit ein paar Mitfahrten einer bestehenden Map aus meinem vorigen Spiel, das ich derzeit ruhen lassen möchte. Das tue ich schweren Herzens. Ich habe die Map ein halbes Jahr gespielt. Da war schon sehr viel zu sehen auf der Map. Mal schauen, was ich damit mache, ob ich das noch retten kann oder nicht. Das weiß ich im Moment nicht. Ja, ich habe jetzt hier schon ein bisschen angefangen zu planen. Die Map, das ist die Salmon Valley von Fröhliche Forelle. Es gibt eine Vielzahl an Maps mit allerlei Pros und Kontras und mal schauen, wo uns das hier hinführen wird. Ups, jetzt habe ich das hier ausgemacht, das wollte ich eigentlich nicht. Ich spiele immer mit diesem, mit der experimentellen Verkehrsfindung, was es genau ist. Bevor ich jetzt Mist erzähle, ich beschreibe das später. Ja, ich habe hier ein paar Wohnhäuser hingesetzt. Ich weiß nicht genau, wie viele Einwohner das werden, wie viele da reinpassen. Kleine Kirche, Friedhof, ein Rathaus, Polizei, ein Geschäft und so dies und das. Und dann ist es noch bei weitem nicht komplett. Es fehlt noch ein Großteil. Und ich habe die Straßen verbunden hier und habe jetzt gleich erstmals hier die Autobahn verwendet mit diesen einspurigen Straßen. Sie haben den Vorteil, dass sie 130 km/h laufen. Oder dass man dort 130 km/h schnell fahren kann. Ja, diese Hubbel, das gefällt mir schon nicht, aber da kann ich jetzt nicht drauf achten. Ich probiere das mal aus, das alles im Realismusmodus zu bauen. Ja, wo kann ich das zeigen, dass ich alles anhab? Ah, hier. Ich habe ja groß und schwer und habe eigentlich alles angemacht. Feuer war, glaube ich, auf normal. Und ich möchte mal schauen, wie das jetzt hier hinhaut. Habe hier diese Straße geplant. Hier konnte ich noch dieses Glätten, das konnte ich hier noch verwenden. Das geht, glaube ich, spielbedingt in den, ich glaube, in den ersten 30 Tagen. Warum jetzt hier ein paar Dollar fehlen, das weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwo verklickt. Ja, und habe jetzt hier diese Straße geplant. Das ist das Erste, was geschehen soll. Ich habe mir hier eine freie Tankstelle hingestellt und ein Depot und 6 Konstruktionsbüros. Tja, was alles ich mir noch alles wünsche und was ich noch machen möchte, bla bla bla. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass ich dieses erste Stück Asphaltstraße mal gebaut bekomme und dann mal schauen, ja, wie ich dann hiermit vorgehe, ob ich dann dass ich schon das Rechte schon anwählen kann oder nicht, das weiß ich alles noch nicht. Wir wollen erstmal die Konstruktionsbüros bestücken. Ich kaufe mir, ach, das ist das Vertrieb, ah, hier ist ein Vertriebsbüro. Die Vertriebsbüros sind noch gesperrt im Spiel hinter Forschung. Das heißt, wenn ich jetzt ein Vertriebsbüro, ein Verteilungsbüro, so heißt es ja, bauen möchte, dann geht nur das Freie. Alle anderen, sowohl Vanilla als auch die Mods, die sind gesperrt hinter Forschung. Und das schauen wir uns dann später an. Ich wollte eigentlich ein Depot haben. Na gut, Depot. Ich will das hier rechts, oder, Entschuldigung, ich will das hier links vor der Straße, will ich noch nicht bebauen, weil hier will ich noch die Gleise planen. Ja, will ich mal schauen, bekomme ich hier noch ein Depot irgendwo hin? Ach, schau, hier kann ich noch eins rankleben. Machen wir mal so.
Die Gebäude sind alle temporär. Ich vermute, dass mich diese Autobahn nachher noch beißen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass ich hier noch irgendwas bauen möchte. Ja, mal schauen, wie ich dann da nachher eine Kreuzung hinbekomme. Kaufen wir uns erstmal. Kaufen wir uns erstmal einen Tanker, dass ich die Tankstelle hier bestückt bekomme. Na, wo haben wir denn den Öltank? Sehe ich ihn gerade nicht. Kühlung, offene. Tja, da geht's schon los. Jetzt mache ich das erste Mal ein Let's Play und jetzt finde ich diesen Öltank hier nicht. Wo ist der Tanker? Ist das Zistern, hieß es, glaube ich. Sewage Zistern. Water Zistern. Flüssigkeitstank, so heißt es hier. Ja. Gut, was nehmen wir da? Ja. Wie viel geht denn hier überhaupt rein? Tonnen. Hier drin ist die Tankstelle. 20 Tonnen geht rein. 20 Tonnen geht rein. Wollte ich ihnen eigentlich noch eine andere Farbe geben. Aber gut. In Rot, sehr schön. Den wollen wir doch gleich mal auf der Linie setzen erstmal. Da und da. Bevor du irgendwas tust, sieh erstmal zu, dass hier Sprit herkommt. Wenn wir Glück haben, kehrt er hier gleich um. Jawohl. Wenn der Drops gelutscht ist, dann sind wir schon mal gut dabei. Dann können alle Fahrzeuge, die hier kommen, die gehen dann alle tanken, als wenn es keinen Morgen gäbe. So, jetzt können wir ihn mal ins Vertriebsbüro schicken. Und dann soll er dafür sorgen, zunächst, dass erstmal genug Sprit rankommt, weil den werden wir brauchen. Vertriebsbüros, die können ihre jeweiligen Aufgaben erst bekommen. Ach, das ist neu, kopieren. Wenn das entsprechende Fahrzeug da ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Verbindung raufklicke, erst jetzt erscheinen die Flüssigkeiten. Die werden vorher nicht sichtbar, weil er wüsste ja vorher nicht, was für ein Fahrzeug drin ist. Ich denke mit 50%, das sind dann 10 Tonnen. Das ist dann auch, ich glaube, das ist ein ganz guter Wert.
Je nachdem, was für Fahrzeuge da drin vertreten sind, dann kann man das so einstellen, dass nach Möglichkeit die Fahrzeuge auch nur voll fahren, um unnötige Fahrten zu vermeiden. Gut, jetzt wollen wir doch mal schauen, was wir hier jetzt reinsetzen. Erstmal alles hier. Du auch, alles hier. Ich habe nichts anderes, also alles hier. Das ist natürlich einfach. Ich habe ein Depot, ich dödel. Ich nicht gesehen. Ja, dann können wir noch. Dann können wir noch ein Baubüro reinsetzen. Ja, fangen wir mal an. Ich würde sagen, hier erstmal die Busse. Ja, dann nehme ich immer nicht so große. Ja, das ist jetzt, das Spiel hat gerade angefangen, deswegen, ich weiß nicht, wie viel hier maximal warten. 10, 20 Leute, das sehen wir dann gleich. Macht wenig Sinn, da jetzt so einen Riesenbus hinzuschicken, weil der eh nicht voll wird. Gehen wir mal lieber auf kmh. Was, das ist alles? 90? Na gut. 7,75. In meinem vorigen Spiel, da war ich schon bei 2000 Schlag mich tot. Da war ich natürlich ein anderes Kaliber gewohnt. 7 Passagiere. Wollen wir das so machen mit 7? 90 km/h. Nehmen wir erstmal die und einen Kran dazu. Straßenkran. Autosearch machen wir hier mal aus. Und das nenne ich gleich mal um hier. Und das ist dann CO, steht für Construction Office. Ja, Bus. So, dann werden wir eine Menge Kies brauchen. Ich glaube, dann nehme ich hier auch gleich 4 Stück davon. Wo sind die Kipper? Hier oben haben wir. Ja, die. Konnten die nicht früher 12 laden? Oder täusche ich mich da? Haben sie vielleicht geändert? Nehmen wir mal die Tatras hier. Und den nennen wir auch gleich um. CO.
Ja, und während wir hier noch rumspielen, ach, die haben das schon gesucht hier. Sehr schön, sehr schön. Das werden wir gleich mal erhöhen hier. Dann bringen die da schon Kies hin. Wunderbar. Ja, wie machen wir weiter? Ich würde sagen, nehmen wir hier. Kann verkehrt sein, was ich hier mache. Kann auch richtig sein. Ich weiß es noch nicht. Ich würde hier gerne drei offene und einen gedeckten. Weil ja, so Komponenten, meist mechanische Komponenten, da brauche ich häufig nicht so viel, das ist sehr selten, aber man kann die ja noch ändern. Außerdem sind die eh temporär. Was haben wir denn hier Schönes? KMH, wer ist denn der Schnellste? Ja, gut, du nun gerade nicht. Dann nehmen wir auch einen Tatra. Ja, zwei hiervon und dann hiervon. Wie nennen wir den? CO Flachgut plus, ja, plus Plane oder wie soll man es nennen? Plus Plane. So, jetzt habe ich hier einen. Da würde ich gerne drei Bagger mit einem flachen und hier gerne drei Raupen mit einem flachen. Ob das noch so ist, weiß ich nicht. Ich habe festgestellt, wenn Baubüros die Wahl haben, dann schicken die immer so einen Bagger zum Straßenbauen, obwohl ich die Raupe da besser finde. Und deswegen, ja, trenne ich das gerne. Erstmal ein, ja, 60. Gibt auch nichts Schnelles hier, ne? Der kann 9,7 Tonnen. Wie viel wiegt denn die Planierraupe? Sechs Tonnen und 4 Tonnen, alles klar. Und dann der Asphaltfertiger, der ist doch auch nicht so schwer. 5 Tonnen und die Walze. 2 Tonnen. Dann nehmen wir uns den kleinen hier. Guck mal. Offene Ladefläche. Weil der läuft 70 und der fährt nur 62. Das klingt nicht viel, aber klein viel macht auch Mist. Dann hauen wir uns mal den hier rauf. Offene Ladefläche. Dann hatte ich gesagt, die Planierraupe. 8, ja, dann nehmen wir noch den besseren hier. Planierraupe, was hatte ich noch gesagt? Asphaltfertiger, Dankeschön. Und eine Straßenwalze. So, automatische Suche. Ja, du machst aber keine Gebäude. Du machst keine Rohrleitung, keine elektrischen. So. Und dann bist du
CO Rhodes. Du kannst alles, was in 3000 Meter ist, darfst du absuchen. Den hat man noch gar nicht erweitert hier. So, haben wir noch zwei. Ja, dann für die zwei würde ich sagen, dann nehme ich dann noch Betonmischer und nochmal Kies, weil Kies wird immer gebraucht, immer. CO-Kipper, da muss ich den nochmal umbenennen, CO-Kipper 1. Dann ist das hier CO Kipp 2. Ja, und hier haben wir dann Beton rein, würde ich sagen. Ob das alles gut und richtig ist oder besser, ich weiß es nicht. Ich bin da offen für Vorschläge in den Kommentaren. Betonmischer. Ja, ich habe mir gedacht, dass wir da. Da war doch eben ein gelber. Warte mal, da. 1, 2, 3, 4. CO. Beton. Und auch du darfst alles machen und bedien dich. Ja, ist natürlich erstmal schwer was los hier. Ich habe die Straße auch noch nicht zum Auftrag freigegeben. Sie ist eh noch nicht erreichbar. Und ja, bis das soweit ist, ich glaube, das wird den Rahmen der Aufnahme sprengen. Ich mache dann weiter, wenn die Straße fertig ist, beziehungsweise falls Probleme auftauchen, dann zeige ich das natürlich. Wie oft werde ich aufnehmen? Nagelt mich nicht fest, ich weiß es wirklich noch nicht. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Hier ist natürlich erstmal ein mega Stau. Ach, das sind noch die Einkäufe hier, ja. Ach, jetzt habe ich natürlich alles vollgerollert hier. Ja, das wird ein wenig dauern hier. Der will rein, was holen kann ich rein, weil da... Ich gehe mal auf die Schnelle vor, mal schauen, ob das irgendwann... Ach so, ja, jetzt sehe ich es. Ich habe zu viel bestellt. Die müssen erstmal alle raus, damit er rein kann. Ansonsten läuft hier noch nichts. Jetzt wollen natürlich alle erstmal tanken. Ja. Und der erste Kies ist auch schon da. Dann wird sich die Raupe auch gleich betätigen können. Ich wollte dir aber noch sagen, dass die CO Rhodes, die möchten doch dann bitte künftig mit LKW produzieren.
Ja, transportieren. Jetzt bin ich gerade am Rätseln, ob hier ein... Ah, nee, war ich nicht. Alles klar. Weil wenn man hier einen Kran bei hat, einen Straßenkran, ob er den dann auch transportieren will oder nicht, das weiß ich gerade nicht. Ja. Weil es gibt nachher Straßen mit Laternen. Dort ist dann natürlich auch ein Kran notwendig, als auch Personal. Die automatische Suche habe ich hier ausgemacht, um Kosten zu sparen, weil diverse Dinge, die lassen sich gänzlich ohne Personal bewerkstelligen. Ja, er sprach's und das war dann wahrscheinlich, ja, dann war das noch in der Automatik. Das war schon aktiviert hier. Ich hätte das nicht machen brauchen. Ich nehme das auch mal weg hier. Schwupp. Der braucht da nicht mitmachen. Das ganz schön, die Planierraube machen gleich. Da brauchen wir kein Geld für ausgeben. Außer ein bisschen Sprit. Das Blöde ist, wenn dann hier der Kies verbraucht wurde und es geht nicht weiter, bis dann der Asphalt da ist, dauert es eine Weile. Und so lange stehen die Arbeiter sich die Beine in den Bauch und kosten Geld und das ist alles nicht notwendig, meiner Meinung nach. Die ganz kurzen Stücke, dann die kleinen Fußwege und so weiter, die brauchen dann wieder Personal. Das erkennt man an dem Fenster hier. Wenn man so ganz, ganz kleine, kann ich mal zeigen, wenn ich jetzt hier so ein ganz kleines Mini-Stück hier bauen wollen würde, so ein Ding hier. Und ja, jetzt, ja, ich zeige das gleich. Ich zeige mal noch einen Trick, wenn man so Sachen in Bauauftrag geben will. Und wenn man alles, was man gebaut hat, Kabel und Rohre und überirdisch, unterirdisch und man weiß nicht mehr genau, einfach alles abwählen und dann hier, klack, jetzt wird alles gebaut. Alles, was irgendwie in Planungsmodus war, ist jetzt in Baumodus. Man muss nicht erst die Straße anwählen und das hier klicken und dann das andere, das geht jetzt. So, jetzt kann ich diesen Bauauftrag mal zeigen, den ich hier gerade generiert habe. Und der ist so mini klein, der hat jetzt dieses Fenster nicht, was ich eben sagte. Dort müssten dann jetzt Arbeiter hin, um das zu bauen. Jetzt gebe ich es irgendwie ab wie viel Kies oder ab wann ist das? Also das ist da festgelegt. Ich glaube ab, ja, die Zahl weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, der erste Abschnitt ist fertig. Und es fahren auch schon ein paar Laster los und besorgen Asphalt und die Planierraupe. Der Asphaltleger, Entschuldigung, wird auch schon hingebracht zur Baustelle. Und da brauche ich jetzt auch keinen Bus nerven. Ja, das ist ein ganz langes Stück. Ich habe die ganzen Notz. Notz sind diese kleinen grünen Punkte, die dann entstehen, wenn man irgendwo einen Bau unterbrochen hat. Ja, die kann man entfernen, indem man so einen Wegpunkt draufsetzt und gleich wieder entfernt, ist der Notz verschwunden.
Und ich habe das als eins gelassen. Deswegen ist es eine sehr lange Baustelle. Die geht dann bis hierhin. Hier wird die Straße dann wieder mehrspurig. Und ob ich jetzt diese andere Straße gleich mitbauen kann oder eben nicht, das werden wir gleich sehen. Das schauen wir uns auch an eben und dann werden wir mal schauen, wie wir weitermachen. Kurz beschleunigen. Ich weiß gar nicht, ob die freien Gebäude, ob die auch brennen können. Das ist mir gerade nicht bewusst, weil das wäre ja fatal. Ich habe auch keinen Plan, wo die Ressourcen sind auf der Map. Ich könnte jetzt auf der Mod nachschauen. Ja gut, oder ich könnte jetzt hier irgendwo lang segeln mit, wenn ich jetzt eine Mine suche, ist sie überhaupt frei? Metallurgie. Ach, ist frei. Ja, ich könnte jetzt hier mit irgendwas lang gehen und dann schauen, ist das, ob das grün wird, aber nö. Ich mache das lieber mit der Forschung. So ist es ja auch vorgesehen von dem Spiel. Sonst würde ich mir ja selber bescheißen, wenn ich jetzt mir den Spaß nehme, das zu suchen. So, wir gehen mal auf Pause. Na, ich höre einen Motor, Moment mal. Das heißt, der hat schon was festgestellt. Gut. Der hat schon beide hier. Guck an. Der hat beide. Der hat auch beide. Jawohl. Und Rhodes. Ja, die haben gleich beide genommen. Und ich habe nur eine Raupe. Na gut. Nur eine Raupe und nur eine Walze. Gut, 11. März. Ihr wisst, was jetzt ansteht, nämlich nur das. Dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahme und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Wenn, ich würde sagen, ich fange wieder an aufzunehmen, wenn diese beiden Segmente hier fertig wird, dann würde ich dann ein neues Video starten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Kritik und Anregungen bin ich jederzeit dankbar. Und dann sage ich einen schönen Tag. Genießt die Sonne, genießt das Wetter, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.